Wirtschaftsforscher und IHS-Chef Martin Kocher begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Thier. Herr Kocher, die Corona-Krise ist ja bekanntermaßen sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Wir alle wissen nicht, was im Herbst oder im Winter sein wird. Aber Sie haben heute eine mittelfristige Prognose vorgelegt bis zum Jahr 2024. Wie sicher sind Sie sich denn bei Ihren Prognosen? Ja, das ist eine ganz gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wir haben auch mehrere Szenarien gerechnet. Das sind Prognosen, keine Prophezeiungen. Wir können also nicht die Zukunft vorhersagen. Wir können nur sagen, wenn nichts passiert, unter gewissen Annahmen, dann wird sich die Wirtschaft so entwickeln. Natürlich ändert sich immer was. Das heißt, man hat eine gewisse Status-Quo-Annahme, die man darunter legt. Trotzdem ist es wichtig, auch wenn sich was ändert, zu wissen, wie würde sich die Wirtschaft entwickeln, wenn sich gewisse Annahmen einstellen würden. Diese Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, da nehmen Sie mal an, dass es zu keiner großen zweiten Welle, also zu keinem zweiten Lockdown kommt. Würde die Wirtschaft in Österreich eine solche zweite Welle überhaupt überleben? Sie müsste es überleben. Das wird immer irgendwie gehen, aber wir würden dieses Jahr einen noch tieferen Einbruch erleben, wenn im Herbst eine zweite Welle käme mit großflächigem Lockdown. Und wir würden vor allem im nächsten Jahr bei Weitem weniger stark wachsen, vielleicht 1-2%. Im Moment erwarten wir im Basisszenario ein Wachstum von über 5 bis fast 6%. Das heißt sozusagen, das wäre ein großer Unterschied und die Erholung würde viel, viel länger dauern. Aber auch ohne eine solche zweite Welle sprechen Sie, Zitat, vom stärksten Einbruch der Weltwirtschaft seit den 30er Jahren. Dieser Einbruch ist, wie wir gesehen haben, sehr ungleich verteilt. Es gibt Branchen, die profitieren sogar, sehr, sehr viele verlieren, ganz wenige oder sehr viele verlieren auch sehr, sehr deutlich, so muss es heißen. Ist das dann auch so bei der Erholung der Fall? Werden manche Branchen sehr, sehr viel länger für den Weg zurück brauchen als andere? Ja, die Struktur der Wirtschaft hat sich verändert. Es gibt Branchen, wo wir wissen, zum Beispiel Hotel im Städtetourismus, Kongresstourismus zum Beispiel, da wird es länger dauern. Es sei denn, wir haben eine ganz positive Entwicklung. Es gibt relativ rasch eine Impfung, die weltweit ausgeliefert wird. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es gewisse Branchen, Sektoren gibt, aber auch in den Sektoren ganz spezifisch Unternehmen, die spezifisch betroffen sind. Das macht es auch so schwierig, längerfristig die zu unterstützen und die richtigen Maßnahmen wirtschaftspolitisch zu treffen, um die eben am Leben zu erhalten. Über diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen wurde ja schon in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel diskutiert. In Ihren Annahmen und in Ihrer Beobachtung der Wirtschaft kommen diese sehr viel diskutierten, auch viel kritisierten Wirtschaftshilfen der Regierung auch tatsächlich dort an, wo sie ankommen müssen? Oder muss man da nachschärfen? Braucht es da noch mehr? Das lässt sich zum Teil jetzt sagen. Also die Haftungen, die Kredite kommen an. Es hat länger gedauert beim Corona-Hilfsfonds, beim Notfallfonds. Aber im Prinzip haben wir die meisten dieser Maßnahmen begrüßt. Sie haben am Anfang akut geholfen. Das war wichtig. Das war aber auch schwierig, da zielgerichtet zu sein. Jetzt geht es darum, die umzustellen von der Intensivhilfe hin zu einer Konjunkturhilfe, zur Rehabilitation in gewisser Weise der Wirtschaft, um eben die Nachfrage wieder zu stimulieren, um Investitionen anzureizen. Konjunkturhilfe, das heißt, es bräuchte ein echtes Konjunkturprogramm, bräuchte Impulse, hier den Konsum wieder anzukurbeln? Die haben wir zum Teil schon. Also die Steuersenkung ist so eine Maßnahme. Wir haben im Investitionsbereich die degressive Abschreibung, die kommt. Wir haben in dem Bereich die Investitionsprämie. Also wir haben schon in den Maßnahmen, die vor einigen Wochen vorgestellt wurden und zum Teil schon in Kraft sind, zum Teil im Laufe des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in Kraft treten, schon Konjunkturmaßnahmen plus eben Investitionen, zum Beispiel in Umweltschutz, Klimaschutz. Das heißt, wir haben schon diesen ersten Schritt gemacht. Ob das reichen wird, werden wir vielleicht im Herbst genauer wissen. Man sollte auch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Man soll mal evaluieren, wie das funktioniert und dann schauen, ob es noch weitere Maßnahmen braucht oder ob man mit diesen Maßnahmen auskommt. Während es hoffentlich zumindest bei der Wirtschaft nächstes Jahr schon zu einem Wachstum kommt, ist der Arbeitsmarkt ein ganz großer Sorgenbereich, auch in Ihrer Prognose. Da wird es sehr viel länger dauern. Aber warum eigentlich braucht es beim Arbeitsmarkt so viel länger als wie bei der Wirtschaft? Jemand muss ja in der Wirtschaft arbeiten. Im Arbeitsmarkt haben wir bei allen Krisen immer das Phänomen, dass sich Arbeitslosigkeit, die mal entsteht, verfestigt. Also wenn Leute länger arbeitslos sind und das ergibt sich einfach aus solchen Krisen, dass man gleich mal ein halbes Jahr der arbeitslos wird, hat man es immer schwieriger, einen neuen Job zu finden. Und es haben dann Leute, die neu auf den Arbeitsmarkt eintreten, etwas leichter möglicherweise. Also Absolventinnen und Absolventen oder Leute zum Beispiel, die aus dem Ausland kommen. Und diese strukturkonservierende Komponente führt dazu, dass der Arbeitsmarkt nach allen Krisen länger braucht, um sich zu erholen. Und das wird dieses Mal besonders stark sein, weil die Krise eben besonders tief ist, wenn wir es nicht schaffen, möglichst rasch viele Leute in Arbeit zurückzubringen.
Um diesen Arbeitsmarkt zu stabilisieren, hat die Regierung die Kurzarbeit enorm hochgefahren, auf ein Niveau, auf das es eigentlich nie geplant und nie gebaut war. Deswegen arbeitet man jetzt an einer Reform, wie man das in eine längerfristige Phase überführen kann. Sie selbst haben gesagt, die Kurzarbeit per se sei nicht nur vorteilhaft. Aber warum ist das denn so? Ist nicht das Versprechen, Menschen im Betrieb halten zu können, prinzipiell besser, als sie ans Arbeitsamt zu vermitteln? Wir haben die Kurzarbeitsregelung in der Corona-Zeit sehr begrüßt, weil es darum ging, akut das Problem des Lockdowns zu überbrücken. Allerdings ist diese Corona-Kurzarbeit nicht für einen längerfristigen Zeitraum geplant und gedacht und designt gewesen, weil Kurzarbeitsregelungen immer, auch in früheren Krisen, ein halbes Jahr, ein Jahr maximal gelten sollten. Ansonsten wirken sie strukturkonservierend. Das heißt, eine Veränderung des Arbeitsmarktes, eine Veränderung der Qualifikationsanforderungen würden nicht berücksichtigt werden und die Leute würden sozusagen geparkt sein irgendwo, wo es dann auch auf Dauer keinen Job mehr gibt. Also wenn das zu lange dauert, könnte eine Kurzarbeitsregelung in der jetzigen Form sogar kontraproduktiv sein. Das heißt, nach einem halben Jahr, ja, wäre eine Kündigung besser als die Kurzarbeit? Oder eine Anschlussregelung für spezifische Bereiche, die besonders betroffen sind. Soweit ich weiß, wird gerade in diesem Bereich von den Sozialpartnern verhandelt, dass man spezifische Branchen spezifisch behandelt. Das macht durchaus Sinn. Zusätzlich braucht man auf jeden Fall Elemente der Weiterbildung, Umschulung und Ausbildung in der Kurzarbeit, aber auch in anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die wir wahrscheinlich im Herbst und im nächsten Jahr brauchen werden. Ganz kurz zum Schluss noch, Sie sind auch Präsident des Fiskalrates, der war früher als Staatsschuldenausschuss bekannt und sagt ganz gut, was das, dieses Gremium betreut. Sie rechnen heuer mit einem Defizit von mehr als 11%, nächstes Jahr auch noch minus 4%. Können wir uns all diese Maßnahmen in der Krise leisten? Müssen wir sie uns leisten? Ich glaube, wir müssen sie uns leisten. Da sind sich fast alle einig, dass das notwendig war und notwendig ist. Wichtig ist aber, dass das einmalige Maßnahmen sein müssen. Sobald die Krise zu Ende ist, müssen wir es schaffen, wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad zu kommen. Und das ist relativ schwierig, weil es Gewöhnungseffekte gibt. Also ein einmaliges Erhöhen der Staatsschuld ist zwar nicht angenehm, das können wir uns aber leisten als guter Schuldner Österreich. Aber auf Dauer müssen wir aufpassen, dass das Budget nicht aus dem Ruder gerät. Und dieses Rückführen ist politisch gar nicht so einfach. Wenn die Wirtschaft wächst, dann sinkt auch automatisch das Budgetdefizit wieder ein bisschen. Das wird eben in Relation zur Wirtschaftsleistung gemessen. Auch mehr Steuereinnahmen helfen natürlich. Aber wird es vielleicht am Ende des Tages auch andere Maßnahmen brauchen, etwa neue Steuern oder Ausgabenkürzungen? Das kann man noch nicht seriös sagen. Ich glaube, da ist es notwendig, einfach mal abzuwarten, wie lang dauert die Krise, wie tief ist sie wirklich, wann setzt die Erholung ein. Ausschließen kann man, glaube ich, im Moment gar nichts. Im Moment geht es darum, diese Krise zu bewältigen und dann muss man sich Gedanken machen, wie man möglicherweise die Probleme, die da draußen stehen, im Budget, im Schuldenstand beseitigt. Das liegt dann also doch zu weit in der Zukunft. Herr Kocher, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gut, danke.